Von der jüngsten Dollarschwäche konnte zumindest zu Beginn der Woche auch der Goldpreis profitieren. Der Goldpreis erreichte ein neues 3-Wochen-Hoch und es sah so aus, als könnte hier tatsächlich eine kleine Weihnachtsrallye starten. Doch die Freude bei den Goldbullen ist erstmal vorbei. Was genau die Gründe hierfür sind, das möchte ich heute wissen von Thorsten Pröttl. Thorsten Pröttl ist Rohstoffanalyst bei der LBBW hier in Stuttgart. Herr Bröttl, mittlerweile ist es wieder so, dass der Goldpreis eher in Richtung 1200 US-Dollar läuft. Viele Charttechniker sagen, dass in diesem Bereich eine sehr wichtige Unterstützungslinie sei. Wie wichtig ist denn eine solche? Also kurzfristig auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben zum einen momentan die Situation, dass der Preis noch nicht unter die 1200 gefallen ist. Das geht schon seit einigen Wochen so. Zum anderen hatten wir ein Tief Ende Juni 2013, als der Goldpreis in Richtung 1180 Dollar marschiert ist. Er hat dann seinen Preisverfall dort geendet, hat wieder nach oben durchstarten können. Es gab da diese Erholung, die jetzt natürlich nur kurzfristig gewährt hat, aber wir hatten diese Entwicklung gesehen, dass eben 1200 gehalten hat in der Größenordnung. Jetzt sehen wir es momentan wieder. Insofern ist das eine charttechnische Unterstützung. Kurzfristig bedeutsam, mittelfristig würde ich sagen, sind eher die Fundamentaldaten entscheidend. Der Dezember ist ja traditionell die Zeit, wo man etwas zurückblickt, etwas nach vorne blickt. Deswegen blicken wir jetzt erstmal auch zurück. 2013 avancierte zu einem absoluten Horrorjahr für den Goldpreis. Was sind denn hier für die Gründe? Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dafür sprechen, dass 2013 diese langjährige Hosse beenden wird, die der Goldpreis hinter sich hat. Ein ganz wichtiger Grund ist, dass sich institutionelle Anleger, die im Goldmarkt aktiv engagiert gewesen sind, sich zurückgezogen haben. Die Gründe hierfür sind ganz klar. Zum einen haben wir einen steigenden Aktienmarkt. Das heißt, man kann andere attraktive Renditechancen nutzen. Das wurde auch vielfältig gemacht. Man sieht es momentan in Entwicklungen der Aktienindizes. Zum anderen sind auch die Renditen am Bondmarkt wieder gestiegen. Das heißt, auch hier gab es wieder etwas attraktiver. Möglichkeiten. Und man muss auch ganz klar sagen, dass dieses Risiko eines Auseinanderbrechens der Eurozone, das zuerst eingepreist wurde in den Goldpreis, mittlerweile eben wieder ausgepreist wird. Das heißt, man glaubt nicht mehr so richtig dran an der Börse, dass das passiert. Es gab hier Ende 2012 eben entsprechend die Aussagen von Mario Draghi, alles zu tun, was notwendig wäre, um den Euro zu stützen. Und das zeigt mittlerweile Wirkung. Was ist mit 2014? Können Sie zumindest für kommendes Jahr den Goldbullen etwas Hoffnung machen? Gut, den Goldbullen die Rendite suchen, würde ich empfehlen, lassen Sie nach wie vor die Finger vom Gold. Und zwar aus folgendem Grund. Wir sehen aktuell wieder eine Verstärkung der Goldverkäufe durch Anleger, wohlgemerkt durch große Anleger, vor allen Dingen institutionelle, die Gold gekauft haben durch physisch besicherte Wertpapiere. Da hat sich in den letzten Tagen wieder der Abverkauf beschleunigt. Ich denke, das ist natürlich in gewisser Weise auch dem Window-Tracing zum Jahresende geschuldet. Aber wenn die Perspektiven weiterhin so gut sind für die Wirtschaft hier, wie auch auf der anderen Seite vom Atlantik in den USA, dann dürfte das eher noch so ein bisschen anhalten. Das wird die Goldpreisrendite sicherlich nicht positiv werden lassen. Zum anderen ist es auch so, dass in Indien momentan die Nachfrage sehr gering ist. Die Regierung versucht hier die Menschen vom Goldkauf abzuhalten, weil das die Außenhandelsbilanz schädigt. Insofern ist das eine ziemlich schwierige Situation für Goldanleger. Allerdings allen anderen, die Gold als Sicherheit gekauft haben, muss ich auch sagen, die Probleme sind momentan nicht ausgestanden. Sie sind momentan nur aus den Köpfen, aus dem Sinn. Zuletzt müssen wir beim Thema Goldpreis noch auf eine etwas unschöne Geschichte blicken. Es gab zuletzt immer wieder Spekulationen, dass tatsächlich der Goldpreis ebenfalls manipuliert worden sein könnte. Was ist dran an dieser Geschichte? Und zudem die Frage, ist sowas überhaupt möglich, den Goldpreis zu manipulieren? Denn Gold ist ein nicht ganz illiquider Wert. Ja, also es ist ja so, dass viele Goldanleger grundsätzlich davon ausgehen, dass der Goldpreis schon immer manipuliert wurde und auch weiterhin manipuliert wird. Darum geht es im aktuellen Fall aber nicht. Es geht eher um den ganz konkreten Vorwurf, dass beim Goldfixing in London der Goldpreis beeinflusst werden könnte. Wo kommt das Ganze her? Nun, wir haben ja gesehen, dass beim Libor, bei diesem Zinsmarkt, entsprechend auch die Großbanken den Wert dieses Zinssatzes manipuliert haben. Aktuell sind jetzt die Wechselkursmärkte in das Augenmerk der Finanzbehörden gekommen und die Fixing-Sache mit in London, die Preisfestlegung einmal vormittags, einmal nachmittags für Gold, funktioniert nach einem ganz ähnlichen Muster. 5 Banken treffen sich, schalten sich zusammen eine Telefonkonferenz, machen aus, wie das aktuelle Fixing aussieht, legen den Preis damit fest und hier ist die Finanzaufsicht sowohl in England wie auch in Deutschland gerade mit einer Untersuchung beschäftigt, ob das nicht auch manipuliert werden könnte. Ich persönlich kann mir aber vorstellen, dass es
eigentlich nicht so sein wird, dass der Goldpreis hier manipuliert wurde. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, es lohnt sich kaum für die Banken. Die Volumina sind so klein, das ist eine ganz andere Sache wie beim Zinsmarkt. Das heißt, die Händler, die das machen würden, würden ihre Arbeitgeber nicht wirklich reich machen. Zum anderen, wie Sie schon gesagt haben, es gibt einen fortlaufenden Handel. Das heißt, wenn hier manipuliert worden wäre beim Fixing, wird das sehr stark ausfallen, nämlich in dem Sinne, dass wir hier einen Unterschied hätten zwischen dem fortlaufenden Handel und dem Fixing. Das ist beim Zinsmarkt natürlich anders, weil da gibt es nur einen Libor. Also insofern glaube ich nicht, dass da was bei herauskommt. Thorsten Bröttl, Rohstoffanalyst bei der LBBW. Vielen Dank für das Gespräch. Ja.